Hallo und willkommen zum zweiten Video zur E3 2013 und dieses Mal geht es um EA. Falls jemand von euch das erste Video verpasst haben sollte oder aus einem Grund es sich nicht angucken wollte, sollte sich da zumindest den Anfang von angucken, bevor er sich dieses Video hier anguckt, weil da habe ich den, ja, erzählt, wie ich grundsätzlich diese Videos hier handhaben möchte. Und nicht, dass sich einer wundert, hä, warum spielt er denn jetzt FIFA im Hintergrund, während er hier irgendwas, na gut, das passt ja so zu EA, aber na, während er jetzt hier irgendwas von anderen Spielen labert, was weiß ich. Also guckt euch zumindest den Anfang vom ersten Part an, dann wisst ihr, was ich hier mache. Gut, ich starte hier ein Saisonspiel. Ja, die Saison ist schon verkackt. Das ist jetzt die erste Saison, in der ich nicht aufsteige, sondern nur noch um den Klassenerhalt spielen kann. Und das sogar auch schon eng wird. Also zwei von den drei Spielen muss ich gewinnen. Vielleicht sogar eins mit euch. Wer weiß, wer weiß. Ja, dann beginnen wir einfach mal mit der EA-Konferenz. Das wird ein kürzeres Video als Microsoft, auf jeden Fall. Erstens bin ich nicht so abgelenkt durch das Spiel, weil Battlefield war da doch etwas schlecht gewählt, sage ich mal so im Nachhinein. Da muss man sich doch sehr konzentrieren und vor allem auf der ersten Map doch sehr viel Gerusche. Und da hat man ein wenig Zeit, auf den Zettel zu gucken. Hier kann ich jetzt natürlich bei FIFA ab und zu mal gucken. Und dann sehen wir als ersten Punkt, EA hat mit einem sehr, sehr interessanten und einem sehr ungewöhnlichen Titel die ihre Pressekonferenz, also ihre PK, eingeläutet. Und zwar hat man mit Pflanzen vs. Zombies, also Plants vs. Zombies, Garden Warfare begonnen. Also wer Pflanzen gegen Zombies nicht kennt, der sollte in irgendeinem Gerät, das er besitzt, egal welches, egal ob Handy, Tablet, PC, PlayStation, was weiß ich, egal welches Gerät du besitzt, es gibt dieses Spiel dafür. Und einfach mal danach suchen. Das ist schwer, das jetzt zu erklären. Ich habe es persönlich auf dem iPod damals noch, als es noch nur für Mobile-Dinger gab, habe ich das schon oder noch gespielt. Und damals auch durchgespielt. Und ja, war sehr unterhaltend, aber jetzt nichts, was ich dauerhaft spielen würde, ne? So, naja. Es gibt ja viele Leute, denen, zum Beispiel mein Bruder seit neuestem, die ja denen halt einfach nur ein ja, Handy reicht zum Spielen. Für mich ist das nichts. Also ich brauche schon eine Konsole oder wenn ich das Geld dazu hätte, ein PC. Das ist schon was anderes als ein Handyspiel. Naja, gut. Wer ist halt noch jung, vielleicht ändert sich aber seine Meinung nochmal, wer weiß. Die Handy-Generation wächst auf jeden Fall auf und, ja, zerstört unseren Markt. Ja, gut, starten wir einfach mal mit dem Spiel, ne, Pflanzen gegen Zombies. Also, wir starten hier mit dem FIFA-Spiel, aber ich erkläre den Pflanzen gegen Zombies-Spiel. Es ist ein Third-Person-Shooter gewesen, der gleichzeitig ein bisschen in Orcs Must Die-Stil war, wen das was sagt. Also, man konnte da quasi so, naja, Pflanzen, die man aus Pflanzen gegen Zombies auch kannte, konnte man da aufstellen. In so Blumentöpfen, die da am Rand waren, die dann halt gleichzeitig so Lanes da quasi bewacht haben, während man dann halt selber da rumgeballert hat. Und das sah, naja, grafisch war es jetzt keine Innovation, kommt ja auch, also es ist Xbox-exklusiv, also nicht Xbox-exklusiv, kommt auch für den PC, aber es ist nicht Microsoft-exklusiv, kann man sagen. Es kommt nicht für Sony. Also PC, Xbox 360 und Xbox One, und weil es halt auch für die Xbox 360 kommt, keine Grafikbombe, ne? Also war jetzt nichts super Besonderes. Aber sah ganz hübsch aus. Wenn mein PC das leistungstechnisch schafft, dann werde ich da sicherlich meinen Blick reinwerfen. Ja, wie gesagt, sah eigentlich ganz hübsch aus, sah ganz lustig aus. Jetzt nichts, was man dauerhaft spielen wird. Also nichts, was ich dauerhaft spielen werde. Aber doch, naja, auch nichts, was ich jetzt dauerhaft in der Ecke rumliegen lassen werde. So. Naja, erster Angriff. Gut. Ja, wie gesagt, muss sich halt jeder selbst angucken. Man musste halt mit den Pflanzen gegen die Zombies spielen. Dann gab es da verschiedene Pflanzen. Man hatte diese normale Erbsenkanone da. Man hatte die Sonnenblume. Man hatte die fliegende Zwiebel. Was weiß ich. Alles verschiedene Klassen quasi, die man dann gekämpft hat. Am Ende gab es dann noch einen Endboss, so ein Riesenviech, was da kam. Und vorher gab es schon dickere Viecher. Also alles Charaktere und Figuren und was weiß ich, die es schon aus dem Pflanzen gegen Zombies Spiel
die man da schon auskannte. Und ja, bin ich mal sehr gespannt. Die Stage, die man da gesehen hat, sah auch sehr gut aus. Ich hoffe, die Stages sind sehr abwechslungsreich und so weiter und so fort. Dann könnte das doch mal so ein Spiel für 2-3 Wochen werden, was es sich doch mal lohnt zu kaufen. Also, wie gesagt, sah ganz schick aus. Für mich auf jeden Fall ein Blick wert. Dann, naja, wurde spaßeshalber natürlich, weil gab keinen Trailer dazu, was weiß ich. War natürlich so ein kleiner Joke. Hat natürlich auf der Spielemesse jetzt nicht so wirklich den Anreiz da gefunden, aber es wurde PG 2 angekündigt. Hey, wow, cool. Naja, gut. Wurde halt nicht so gezeigt, wurde halt im Hintergrund so schöne Musik und was weiß ich, Regenbogen und alles Mögliche. Und dann war es das, dann ist halt PopCap da wieder verschwunden. Also die Macher von Pflanzen gegen Zombies und dann ging's los. EA hat erklärt, dass alle ihre Spiele, die sie jetzt hier zeigen werden, oder fast alle ihre Spiele, die sie da zeigen werden, ich bin nicht ganz sicher, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Need for Speed auf einer davon laufen wird, na egal. Auf jeden Fall die Ignite oder die Frostbite 3 Engine benutzen werden. Mit anderen Worten, die haben jetzt nur zwei Engines für alle ihre Spiele. Also die müssen sehr, sehr belastbar oder sehr individuell sein, die Engines, dass sie das alles, die ganzen verschiedenen Spiele alle gleichzeitig abspielen können. Also alle dafür gemacht sind, sage ich mal. Eine sehr flexible Engine muss das sein. Eine natürlich von DICE, die Frostbite 3 Engine. Schon lange für... Oh, so zum Kotzen. Also das passiert mir immer. Immer passiert mir das. Immer durch einen Konter kriegt das Gegentor. Das habe ich, glaube ich, schon in einem Video. Total hat mich das aufgeregt. Ich glaube, das war in einem... Weiß ich, in einem Ultimate Team Video? Ich glaube, das war sogar in einem Ultimate Team Video. Wo es mich so tierisch aufgeregt hat, dass ich nur Kontertore bekomme in Online-Spielen. Dass ich vorne das Spiel mache und den Ball 30.000 Mal draufkloppe und ihn nicht ins Tor kriege. Und dann macht der Gegner einen Konter und der Ball ist drin. Naja, egal. Dann steige ich jetzt wieder die vierte... steige ich ab, ja. Die vierte Liga, egal. Ich laber jetzt ja eh hier rum. Ich bin auf Zeit, weil ich 1-0 führe in der 10. Minute. Alter, ich hasse solche Gegner. Solche Gegner begegnest du auch nur um 0.12 Uhr in der Nacht. Nur dann begegnest du solchen Gegnern. Den begegnest du nicht während der normalen Zeit, da sind dann normale Gegner unterwegs, aber solchen Assi-Gegnern hier, die dann 1-0 führen und sich dann so tierisch einen runterholen, dass sie nur hinten rumspielen, den begegnest du nur 0 Uhr nachts, während der Woche. Naja, gut. Geht auf jeden Fall jetzt weiter. Titanfall wurde nochmal gezeigt. Ach, das habe ich gar nicht angesprochen in der Microsoft-Konferenz. Ich bin aber auch so hohl, ne? Habe ich das nicht aufgeschrieben? Doch, habe ich aufgeschrieben, warum habe ich das nicht gesehen? Okay, ja, für die Leute, die jetzt bei Microsoft ja vermisst haben, Titan... Alter, der regt mich so auf, dieser Typ, ne? Das kann doch nicht wahr sein, wer spielt denn so behindert? Der spielt nur noch hintenrum, der macht ja auch gar nichts mehr. Hab, glaube ich, seit 2 Stunden den Ball nicht mehr gehabt. Bloß keinen riskanten Pass spielen, bloß immer hintenrum. Immer. Alter. Ja, und gleich macht er das 2-0, ich sehe schon kommen. Alter, was ist das denn? Hagui kann keinen Pass spielen. Was machst du denn? Ich habe gar nicht passend gedrückt, Panda. Boah, wem FIFA jetzt wieder verarschen, oder was ist hier los? So, jetzt mal ab nach vorne. Pinto auf Juf. Und der Vollhome grätscht dann noch zwischen, das kann nicht wahr sein. Als ob das in echten FIFA jemals passieren würde, dass er den noch kriegen könnte irgendwie. Also würde er schon, aber in echten FIFA. In echt meine ich natürlich. Schmiedebach. Abdrehen. Und den Ball verlieren. Ich habe so lange schon passen gedrückt, ne? Abseits? Okay. Titanfall, verdammt, das habe ich sowas vergessen. Also von den Modern Warfare-Machern. Das habe ich so ganz oben hingekritzelt. An dem Rand, weil das nicht mehr auf den Zettel gepasst hatte. Und ich für einen Titel keinen neuen Zettel anfangen wollte.
Ja, von den Modern Warfare-Machern. Ich glaube auch von den Machern von Medal of Honor. Das sind auf jeden Fall die Leute, die halt damit angefangen haben, mit dem ganzen Call of Duty-Kram. Da wird natürlich eine richtig, richtig gute Spieleserie ins Leben gerufen haben. Die natürlich, also die Serie ist verdammt gut und sie hat auch den Shooter-Markt revolutioniert, aber das Einzige, was man der Call of Duty-Serie vorwerfen kann, ist, dass sie sich seit Jahren nicht weiterentwickelt, sondern seit Jahren auf einem Punkt steht und dass die Fans einfach so hinnehmen und das immer wieder kaufen. Aber naja, wir wollen jetzt hier nichts gegen oder für oder was weiß ich Activision sagen, sondern wir wollen jetzt hier auf Titanfall eingehen. Wie gesagt, die haben das gemacht, die Jungs. Die sind dann irgendwann wegen dem Streit mit Activision sind die dann abgewandert und haben jetzt dieses Studio entwickelt. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Ich glaube, war das Respawn? Respawn Entertainment? Kann sein. Die haben jetzt auf jeden Fall Titanfall entwickelt. Davon hat man vorher auch schon was gehört. Exklusivtitel für Xbox, aber ich glaube für Xbox 360 und Xbox One. Was man auch leider wieder an der Grafik gesehen hat. Also die war jetzt nicht wirklich berauschend. Ja, komm, verliere das Spiel eh. Wenn ich nebenbei laber, dann kann ich auch nicht vernünftig spielen. Wenn ich dann noch einen asozialen Gegner habe, der mit einem einzigen Konter das Tor macht. Ja, oder zwei Konter, das hat er auch gehabt. Ja, das war ja das Tor, ne? Nee, dann mit einem einzigen Konter macht er das Tor und seitdem macht er nichts mehr. Nur noch hinten rumspielen. Naja, gut, jetzt lässt er noch die Zeit komplett abwarten hier in der Pause oder was. Ah, solche Menschen liebe ich ja. Solche Menschen liebe ich. Also, wer eine Playstation hat und gerade keine, also sehr viel Langeweile hat, wenn er wirklich die Zeit... Ach nee, das ist ja nicht. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Auf jeden Fall ein... Ja, Call of Duty ähnliches kann man nicht sagen. Also man hat in der Microsoft-Konferenz da wirklich schon langes Gameplay-Material zu gesehen, während man in der EA-Konferenz dann noch einen kleinen Trailer dazu gezeigt hat. Bah! Kotzwürk, jetzt hat der Scheißkerl wieder den Ball. Naja gut, er spielt jetzt ja zumindest vernünftig, ne? Er spielt ja nicht mehr nur nach hinten rum, er spielt auch jetzt vernünftig nach vorne. Immerhin. Zudem sollte eigentlich gar nicht passen, aber gut. Eigentlich wollte ich jetzt im Lauf von Jako Nan. Ich merke gerade, FIFA ist auch ein schlechtes Spiel, um sowas zu erzählen, weil man sich bei FIFA auch einfach zu sehr und zu dauerhaft konzentrieren muss. Und dann die ganze Zeit über Quark labert hier. Da kommt man gar nicht vorwärts. Ja, also wie gesagt, ein bisschen Call of Duty-like. Man soll wohl auch im Multiplayer, Singleplayer Erfahrungen erleben sollen. Was weiß ich, was damit gemeint ist. Auf jeden Fall kann man das jetzt. Und, ja, war halt Call of Duty nur mit Mechs, also mit Riesenrobotern. Hat natürlich nicht jeder Zugriff auf den Riesenroboter, sondern nur einige. Und die das dann haben, die sind dann natürlich quasi so ein bisschen für die Entscheidung in der Schlacht zuständig. Man hat auch teilweise in den Videos gesehen, die gezeigt wurden, sowohl auf der EA als auch der Microsoft-Konferenz. Da hat jemand zum Beispiel einen Typen, der in so einem Mech saß, drin einen Headshot gegeben. Der Mech wurde dadurch natürlich nicht zerstört, sondern nur der Typ ist gestorben und dann hat der Mech ihn automatisch aufgesammelt und er konnte den Mech übernehmen. Also ist schon eine coole Idee, aber hat mich leider nicht überzeugt. Einzig und allein grafisch kein gutes Niveau und auch von dem, was ich jetzt gesehen habe, wenig Innovation. Klar, man hatte so einen kleinen Gleiter, man konnte damit fliegen, von Wand zu Wand hüpfen, aber das ist so ein Spiel, ich glaube, das muss ich mir mal einmal angucken. Aber das ist was, wo ich jetzt glaube ich schon weiß, dass das jetzt nicht so die Innovation haben wird, die ich mir wünsche. In anderen Worten, wird ein bisschen COD-like werden, vermutlich. Nein! Da kommt der Scheißverteidiger da noch dran. Der Torwart war aus dem Tor raus. Der war weg. Das Tor war frei. Das Tor war verdammt nochmal frei. Kommt der Scheißverteidiger noch mit dem Fuß dran. Ich könnte kotzen. Ja, wie gesagt, das Spiel werde ich sowieso verlieren, wenn ich die ganze Zeit hier wegen über irgendwas anderes laber. Also, wie gesagt, Titanfall mich persönlich nicht überzeugt. Oh.
Und jetzt kriegen die einen Freistoß aus der dritten Position natürlich. Also dann fing EA an und hat seine EA Sports ja, jährliche Konferenz da abgehalten. Mit, naja, mit Basketballern bekannten, ich glaube bekannten Kickboxern da und einem Rapper und was weiß ich, wer alles da zu Hause war. Dann Videos mit Barcelona-Interviews und alles Mögliche. Also alles, was man da an Lizenzen auskramen konnte, hat man da ausgekramt. Und dann mal zu werben, hier, wir haben alle Lizenzen von allen möglichen, was ihr wollt. Und das nutzen wir auch. Angekündigt wurde Madden NFL 14, oder nee, Madden NFL 25 war das, glaube ich, aber für 2014 FIFA 14, UFC und der die Überraschungsankündigung, beziehungsweise Überraschung war es nicht, aber ich hatte nicht gehört, dass sie es wieder machen. NBA Live. Der NBA-Markt war ja eigentlich seit Jahren in den Händen von NBA, also von 2K. NBA 2K, ja, seit was weiß ich, seit wann, haben die ja irgendwann mal EA aus der Konkurrenz gehauen und seitdem ist ja das NBA-Geschäft eigentlich in der Hand von 2K. EA versucht doch mal, Konkurrenz zu bieten. Ich denke mal, wird eine der letzten Versuche für zumindest für die nächsten Jahre bleiben. Wenn es nicht schaffen, natürlich nur. Also, wenn NBA sich wieder besser verkaufen wird als, also NBA 2K8, muss ich das wieder, 2K8, warum sage ich 2K8? Wenn ich NBA 2K besser verkaufen wird, meine Fresse, ich bin so scheiße jetzt gerade, wenn ich dabei laber, besser verkaufen wird als, also viel besser verkaufen wird als NBA Live von EA, dann werden sie es wahrscheinlich wieder ein paar Jahre lang lassen, haben damit eine ganz starke Konkurrenz. Wie gesagt, der Markt liegt ganz stark in den Händen von 2K in dem Ding. Ansonsten hat man ja mit FIFA natürlich wieder die bekannte Konkurrenz Pro Evolution Soccer, die jetzt ja mit der Fox Engine aufkommen, also mit der Engine, die auch für die, ach, jetzt macht er wieder die Scheiße, weißt du? Mit der Engine, die auch für die Metal Gear Solid Teile gemacht werden, genutzt wird. Die haben sie jetzt in Pro Evolution Soccer drin. Keine Ahnung, ob das was, ob das gut ist oder nicht. Ich meine, naja, eine Engine eines Shooters in einem Fußballspiel. Das muss schon eine sehr flexible Engine sein. Und wenn die Engine so flexibel ist, dann kann man es, glaube ich, auch gar nicht mehr wirklich Engine nennen. Oh, ja, meine Spieler haben keine Ausdauer mehr, weil der nur noch hinten in der Drecksverteidigung rumgepasst hat und Shooter seit 30.000 Kilometern hin und her gelaufen ist. Leck mich. Ja, weißt du, der macht ein Tor und dann macht er nichts mehr. Dann passt er nur noch hin und her. Das ist doch behindert. Ja, jetzt gib mir den Ball, ich will Pause machen, ich muss Schuf auswechseln. Oder einen Angriff mache ich jetzt noch. Kunan, jawohl. Oh ja, Kunan, du Vollhonk. Ich bin das aus dem Singleplayer so gewöhnt, dass ich immer warte, bis ich den Ball verliere und dann drücke ich auf Pause. Weil ich immer, während ich selbst den Ball habe, immer nicht auf Pause drücken will. Und im Multiplayer ist das dann immer so, wenn ich den Ball verliere, will ich auf Pause drücken. Ey, guck dir das doch mal an. Das ist das asozialste Spiel, was ich jemals von einem Gegner gesehen habe. Hier, der spielt nur hinten rum. Da kannst du dir hinterherlaufen, wie du willst. Der passt eh wieder zum nächsten Verteidiger und dann passt er wieder zum nächsten Verteidiger und dann passt er wieder zum nächsten Verteidiger und das ist die asozialste Spielweise, die du bringen kannst. Wenn du 1-0 führst und dann so eine Scheiße machst, seit der 20. Minute macht er das. Klar, der zwischendurch hat er mal versucht, nach vorne was zu machen, da hat er nichts geschissen bekommen und dann hat er wieder hinten rumgespielt. Ach, das regt mich auf. Weißt du, faires Spiel, okay, wenn ich das verliere hinterher, ganz klar, super toll. Aber wenn der Gegner seine einzige Torchance nutzt und dann nichts mehr macht, einfach nichts, null, nur noch hinten rumspielt, dann macht mir das auch keinen Spaß mehr. Deswegen spiele ich auch so selten online. Weil ich meistens, tagsüber komme ich immer nicht zum Spielen. Ich spiele das immer, wenn abends. Und abends hast du nur solche Arschlöcher da. Weißt du, ich bin jetzt mal in Liga 3 aufgestiegen, weil ich einfach mal einen Tag lang oder zwei Tage lang tagsüber gespielt habe. Und da hast du auch nur, da hast du, glaube ich, recht schlechte Gegner gekriegt, aber halt nur fair spielende Gegner, sage ich es mal so.
Nur Gegner, bei denen du dich nicht aufgeregt hast, dass sie scheiße spielen. Ah, nein! Juf, was war das denn? Ja, ich mache mir mal möglichst viel Zeit verzögern. So wird zu viel Zeit raus, wie geht. Ja, pfeif ab. Ja, geil. 1-0 Niederlage, weil der Gegner eine Chance hatte. Ja, weiter jetzt. Verlassen. Wo waren wir stehen geblieben? FIFA, ja, toll. Anders als Pro Evolution Soccer. Die haben eine Fox Engine, das passt aber gar nicht in die EA-Präsentation. Was besser ist in FIFA 14 als in allen FIFA davor, ist, dass man endlich nach 30.000 Jahren geschissen bekommen hat. Entschuldigung, dass ich jetzt aufgeregt bin, ein bisschen aufgeführt, aber wegen so einem Kackidioten da. Jetzt die letzte Chance auf den Klassenerhalt zu versauen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und ich kann jetzt noch ein Spiel spielen. Juhu! Ja, Publikum ist keine Pappmaché-Figuren mehr, sondern das, was man jetzt gesehen hat in der Pre-Alpha. Ich meine nur, wir haben den 12. Juni und das Ding kommt Anfang Oktober raus. Das heißt, die haben jetzt noch ziemlich genau 3,5 Monate und man hat nur noch eine Pre-Alpha da. Ja, kann man machen, sollte man aber nicht. Naja gut, das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall, die Zuschauer sahen nicht mehr aus wie Pappmaché-Figuren, sondern es waren echte 3D-Figuren. Und das ist schon mal ein Fortschritt. Das reicht schon mal. Mehr Neuigkeiten braucht FIFA, glaube ich, nicht. Und das meint EA auch so. Und naja, ist schon mehr Fortschritt als die letzten Teile, sage ich mal so. Und natürlich Next Gen, also ich hoffe auch ein bisschen grafische Verbesserung. Sollte drin sein. Sollte. Ob sie es machen, keine Ahnung, aber sollte drin sein. Ja, Madden NFL habe ich jetzt persönlich nicht so aufgepasst, gebe ich zu, weil Football, naja, Europa Football. Wer drauf steht, kann es sich holen, wird sicherlich wieder toll. Und NBA, wie gesagt, kann ich wenig zu sagen, bin ich so im Basketball drin. Und ich glaube, da muss man dann abwägen, wenn man Basketballspiele mag, ob man jetzt zu 2K oder zur EA-Variante da greift. Naja. Wie gesagt, muss man, glaube ich, noch ein paar Monate oder ein paar Wochen abwarten, bis man da genaueres zu weiß, was ist jetzt besser, was gefällt einem persönlich besser. Ist, glaube ich, so wie bei FIFA und Pro Evolution Soccer. Hat immer seine Vorlieben, seine Freunde und was weiß ich. Und irgendwann gewinnt halt mal einer und irgendwann verliert halt mal einer, weil irgendeiner mal einen Fehler macht. Man muss halt immer als Publisher hoffen, dass man selber nicht derjenige ist, der den Fehler macht. Ja. UFC noch als letztes, ja, ein Prügelspiel halt, ne? Kickbox, UFC ist wohl ganz groß in den USA. Ich persönlich kenn's nicht. Wurde auch in der Ubisoft-Pressekonferenz von der Moderatorin da, wurde gesagt, EA ist für mich immer wie Hanukkah und Weihnachten und was weiß ich, und ein UFC-Final zusammen, hat sie gesagt. Also ist wohl was ganz, ganz Großes da. Ich persönlich, wie gesagt, kannte das vorher gar nicht. Und kenn's auch immer noch gar nicht. Da waren halt irgendwie so zwei Champions da. Und die waren wohl auch ganz groß. Und das fanden die Fans wohl auch ganz toll, dass die da waren. Und dann waren die hinterher auch wieder weg. Und vom Spiel selbst hat man so gut wie gar nichts gesehen. Und da es mit der Ignite Engine läuft, wird wahrscheinlich auch jeder andere Prügler da besser aussehen. Weil die Ignite Engine meiner Meinung nach einfach nicht für realistische Verletzungen gut ist. Was machst du denn da, Jakunan? Alter! Alter, oder was, Juf? Aufs leere Tor! Der haut das Ding daneben! Das war die 390%ige Chance aufs 1-0. Heute soll es mir auch nicht gegönnt sein. Schwede macht super. Super. Besseren Kopfball kann man nicht machen. Ja, gut, das war's auf jeden Fall mit EA Sports. Dann kam ein ganz kurzer Teaser zu einem Spiel, was die Massen begeistert. Ein Spiel, was seit Jahren, schon fast Jahrzehnten, einen Nachfolger suchte und ihn jetzt irgendwann bekommen wird.
Es ist Star Wars Battlefront. Es heißt nicht Star Wars Battlefront 3, zumindest noch nicht. Es wurde nur als Star Wars Battlefront angekündigt und es war nur ein Render-Trailer. Oder ein Render-Teaser-Trailer kann man das, glaube ich, nennen. Weil das war so kurz und hat so überhaupt nichts gezeigt, dass es kein Trailer wert ist. Also nicht wert ist, Trailer genannt zu werden. Aber es wurde offiziell bestätigt, dass man daran entwickelt. Und es wird vermutlich 2014 bis 2015 erscheinen. Also wir werden es auf mindestens einer E3 nochmal wiedersehen. Und mir persönlich, ich gebe es zu, ich habe keinen einzigen Star Wars Film geguckt. Aber ich habe aufgrund von einem Freund Star Wars Battlefront und Star Wars Battlefront 2 damals sehr, sehr lange gespielt. Und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wodurch ich mich, trotzdem ich mich überhaupt nicht mit Star Wars auskenne und hier heute einfach kein Tor schieße, egal wie oft ich alleine aufs Tor zu renne, trotz alledem freue ich mich stark auf ein Star Wars Battlefront mit der Frostbite Engine. Denn, naja, DICE hat ja, kann sowas ja, ne? Battlefield ist jetzt ja auch nicht so der schlechteste Shooter. Ich weiß, einige mögen ihn nicht so gern, weil es ihnen nicht liegt, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass es ein schlechter Shooter ist. Das ist es nämlich nicht. Genauso wie Call of Duty kein schlechter Shooter ist und auch nie ein schlechter Shooter war, halt einfach die Innovation fehlt. Der Fortschritt fehlt da. Das ist der einzige Kritikpunkt, den alle an Call of Duty haben. So. Dann laufe ich nochmal alleine aufs Tor zu. Und diesmal geht er nicht rein. Also ganz ehrlich, ja, der war schon auf Pause. Ich glaub's einfach nicht. Der Ball muss doch irgendwann mal ins Tor. Also, dass ich das auf Video habe, ne? Dass ich das aufgenommen habe, dass der Ball heute einfach nicht ins Tor geht, ist ja nicht zu fassen. Das ist ja echt nicht zu fassen. Ah, naja. Nach dem Teaser zu Star Wars Battlefront wurden dann auf jeden Fall Need for Speed Rivals angekündigt. Ja, sah halt aus wie Need for Speed, hörte sich an wie Need for Speed. Ja. Laut Presse fühlt es sich auch an wie Need for Speed, also wer Need for Speed mag, wird das auch mögen. Ich bin nicht so der Rennspieler, also wenn dann eher Funracer. Das kann nicht wahr sein, meine Fresse. Paul, geh einfach mal ins Tor, bitte. Wahrscheinlich macht der gleich wieder bei seiner ersten Chance das 1:0. So kenne ich mich doch. Ah, ja, komm, dann lauf nicht am Ball vorbei. Naja, also Need for Speed, ja. Sei jetzt grafisch natürlich wieder Next Gen und so weiter. Aber ich fand persönlich, allein vom Aussehen her, ich kann das Gameplay nicht beurteilen, weil ich weder Forza noch seit Ewigkeiten kein Need for Speed mehr gespielt habe. Aber von der Optik her sah Forza besser aus. Wobei ich bei Forza auch nicht sagen kann, was davon jetzt Render-Trailer war und was davon wirklich echtes Gameplay-Video war. Es kann auch sein, dass das alles komplett nur Render-Trailer war. Das kann ich da wirklich schlecht auseinanderhalten. Mach ihn rein, mach ihn rein! Ja! Ich hab ein Tor gemacht! Ich glaub's nicht. Ja. Also wie gesagt, wer Need for Speed mag, wird das wohl auch mögen. Und wer nicht, der dann halt nicht, ne? Mehr kann man dazu eigentlich überhaupt nicht sagen. Und werde ich auch nicht dazu sagen. Dragon Age Inquisition wurde ganz, ganz kurz gezeigt. Auch dazu keine weiteren Infos, ähnlich wie Battlefront. Eigentlich nichts aussagend. Also kein Ingame-Zeugs. Ich habe keinen
vorherigen Teil von Dragon Age gespielt. Also, ja, ja wohl laut Journalistenmeinungen aus, als wäre Dragon Age weiterhin Dragon Age, nur große Werbung jetzt auch Open World, die ich nachher noch meiner Ubisoft-Video, also nachher im nächsten Video in Ubisoft nochmal näher drauf ein, Open World wohl ganz in momentan in Next-Gen-Konsolen. Hat ja wohl jedes zweite Spiel, selbst wenn selbst Metal Gear Solid auf Open World geht, dann ist das eine Tendenz, sage ich mal. Und das ist wohl Next-Gen jetzt. Open World ist Next-Gen. Boah, Schmiedebach ist zwar kein Goal-Getter, aber machen trotzdem bitte rein. Komm schon, komm. Nein. Jetzt muss ich mal husten, das ist aber gerade ganz unangenehm. Naja. Auf jeden Fall Dragon Age Inquisition, wie gesagt, soll wohl Dragon Age nur in besserer Grafik und in Open World sein. Da ich vorher kein Dragon Age gespielt habe, kann ich nicht sagen, inwiefern das Gameplay beeinträchtigt, dass es jetzt Open World ist. Ich denke mal nicht allzu stark. Wird wahrscheinlich einfach nur, naja, mehr Freiheiten geben und so weiter und so fort. Verdammt, 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 das kann nicht wahr sein. Erster Schuss! Der erste Schuss von Olympique Lyon. Das 1:1. Ich meine, ihr habt das Spiel gesehen, ne? Ihr habt meine Chancen auch gesehen, ne? Und jetzt mute ich ein paar kurz, damit ich husten kann, ne? Das war jetzt ein sehr lauter Huster, Entschuldigung. Ah, meine Augen drehen. Ich muss was trinken. Aber ich muss FIFA spielen. Hilfe. So. Und ich sollte ein Tor machen. Ja, so. Wenn es sein muss, dann muss es halt sein, ne? So, Battlefield 4 wurde nochmal gezeigt. Und zwar ein Multiplayer-Spiel, also eine Multiplayer-Partie, das, was natürlich die meisten Battlefield-Fans, so, die Battlefield-Fans, wird das natürlich am meisten interessieren, mich persönlich auch. Battlefield ist genauso wie Call of Duty ein Multiplayer-Shooter, ganz eindeutig. Also, wer das sich nur kauft wegen dem Singleplayer, naja. Da gibt es deutlich bessere Alternativen, sagen wir es mal so. Battlefield. Multiplayer-technisch macht den beiden wenig was vor. Natürlich ganz anderer Stil. Beide. Also auch überhaupt nicht zu vergleichen, meiner Meinung nach. Aber, naja, muss halt jeder selbst entscheiden, was ihm besser liegt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall 64 Mann live auf der Bühne. Zumindest soll es live gewesen sein, kann ich schlecht beurteilen, weil das war doch sehr, also es war wahrscheinlich ziemlich abgesprochen vorher. Es war geplant. Den Typen, den wir gesehen haben und sein gesamtes Squad, werden wohl auch so einen God-Mode gehabt haben, damit da ja nichts schief geht. Weil das war schon sehr auffällig, dass der Helikopter genau in dem Moment kam, als die aus dem Fahrstuhl ausgestiegen sind. Und Fahrstühle, das ist jetzt das neue Feature von Battlefield 4. Fahrstühle, es gibt Fahrstühle. Ein perfekter Spot zum Campen für alle anderen. Hey, der Fahrstuhl geht auf. Ich baller mal alle auf, die da drin stehen. Mein Gott. Komm, du sagst mir Bescheid, wenn unten wer einsteigt. Ich schieße oben alle kaputt. Naja, auf jeden Fall war da sehr, sehr viel abgesprochen, denke ich mal, wenn es denn überhaupt live gewesen ist. Auch noch so eine Frage, kann man natürlich schlecht beweisen. Die Kamera ist auf jeden Fall rumgeschwenkt und jeder hatte da was auf seinem Bildschirm. Naja, kann man halt nicht sagen, aber wenn es hier live war, dann ziemlich abgesprochen, zumindest mit dem Heli-Flieger. Aber naja, sah auf jeden Fall ganz schick aus, sah auch hübscher aus als Battlefield 3. Nicht unbedingt von der Grafik, ein bisschen genauer von den Details her. Also die Detailgenauigkeit war auch besser als auf der PC-Version von Battlefield 3.
Konsolengeneration natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Also Battlefield 3 auf der PlayStation 3 und Battlefield 4 auf PlayStation 4 sind Welten. Aber Battlefield 3 auf dem PC und Battlefield 4 auf der PlayStation 4, das ist schon nicht mehr so ein großer Unterschied. Aber was ein großer Unterschied war, war die Distanz, die man da so sehen konnte. Also die Render-Distanz, die war schon gewaltig. Also sowas gab es in Battlefield 3 nicht, dass man so weit sehen konnte. Und vor allem so weit so genau sehen konnte. Das ist Next Gen, sage ich dazu einfach mal. Battlefield 3 sah ja schon verdammt hübsch aus und deswegen bei Battlefield 4 könnte man da grafisch, glaube ich, nicht mehr so viel rausholen. Ja, der Commander-Modus ist auch zurück. Für die Leute, die es kennen, für die Fans. So, na, quasi ein Chef, sage ich mal, der über den anderen schwebt. Und von dort aus, naja, quasi die Kontrolle über das Kampfgeschehen hat, Anweisungen geben kann, Strategien und so weiter und so fort. Also quasi jemand, der nicht aktiv am Kampf teilnimmt, aber so quasi die Faden lenkt. Spawnpoints setzt und all sowas. Das ist der Commander und ja, der ist halt wieder da. Es geht das Gerücht rum, dass der Tablet-exklusiv sein soll, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, da werden wir dann genaueres sehen. Vielleicht ist er auch Tablet und PS Vita exklusiv, kann ich mir auch vorstellen, weil jedes PlayStation 4-Spiel muss ja Vita unterstützen. Hat in irgendeiner Art und Weise hat ja Sony angekündigt, damit die Vita sich einigermaßen verkauft. Ja, ich glaube nicht, dass das viel bringen wird. Man sollte da eher eine Slim-Variante oder eine Preissenkung oder eine richtig geile Spielankündigung machen, die dann mal endlich Vita-exklusiv ist und nicht immer nur Ports von anderen Spielen. Das ist, glaube ich, das allergrößte Ding, was die Vita momentan so ein bisschen, naja, absacken lässt. Das heißt, absacken lässt, die war ja nie oben. Was die Vita halt am Boden hält, sagen wir es mal so. Hat zwar viele gute Spieler, aber alle Spiele, die es vorher schon auf anderen Konsolen gab, also alles Ports. Und das ist nun mal kein Kaufgrund. Ähnlich wie die Wii U. Die hat jetzt sehr viele Ankündigungen gehabt, davon werde ich aber in dem Nintendo-Video eingehen. Bis dahin hatte die halt sehr viele Ports und jetzt haben wir einen Elfmeter, wenn wir den reinmachen, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir den Sieg. Und naja, also zusätzlich zum Commander-Mode war das noch sehr, ja, sehr schick, dass das Riesengebäude, auf dem man sich befand, dass das einstürzbar war. Also das ist, man war da oben, die Leute. Der Helikopter hat ja vorher ein bisschen drauf rumgeballert. Und der Squad war quasi von den Typen da oben. Natürlich mache ich nicht rein, warum auch. Ja, der Squad von ihm war quasi da oben, von den Typen, die wir verfolgt hatten. Ja, wir haben gewonnen. Und ja, dann mussten die halt alle sofort runterspringen, weil die wussten, bevor das ausgewackelt hat, dass es einstürzt. Also die ganze war alles gescriptet wahrscheinlich, was weiß ich. Oh, der hat die Verbindung abgebrochen. Sehr sozialer Gegner, den wir hier hatten. Dann kriegen wir vielleicht sogar noch ein 3-0. Ist mir jetzt auch egal. Hauptsache gewonnen. Ja. Allerdings ist das auch keine so super Neuigkeit mit dem Gebäude einstürzen. Wer sich an die eine Map in Battlefield 3 erinnert, ich weiß gar nicht mehr welche das war, da gab es das auch schon, dass dann so ein Ding da eingestürzt ist. Aber das ist halt wirklich nur eins in der Map. Es wird nur, das kann ich euch jetzt schon versichern, es wird in dieser Map nur das oder vielleicht noch ein anderes, aber es werden nur vorgegebene Gebäude einstürzen können. Nicht einfach willkürlich jedes. Weil wenn das möglich ist, dass die Map komplett zerstörbar ist, dann gäbe es am Ende keine Map mehr. Wenn du dann so eine 1000-Ticket-Schlachter machst, dann es gibt ja immer Leute, die bevorzugen Häuserkämpfe und es gibt immer Leute, die bevorzugen freie Flächenkämpfe. Und wenn wirklich alles frei zerstörbar wäre, dann würden die Leute, die freie Flächenkämpfe, ich glaub's nicht, oder? Damit ist er durchgekommen mit dem Spielerbruch. Der hat nach dem Abpfiff die Verbindung abgebrochen und das Spiel wurde nicht gezählt. Ernsthaft, FIFA? Ernsthaft? Ich verstehe schon, warum ich kein FIFA Online mehr spiele.
Alter, wenn die Verbindung nach 10 Minuten abbricht, ja. Aber wenn die Spielverbindung nach dem Abpfiff abbricht. Naja, wo wir gerade bei EA sind, ihr seid super. Ja, gut, Battlefield 4, wie gesagt, also dann, wenn das so wäre, dann würden einfach alle Leute, die freie Flächenkämpfe bevorzugen, einfach alle Gebäude gleich am Anfang der Map mit ihren Raketenwerfern zerballern, dann wären alle Gebäude eingestürzt und dann wären alle Leute, die Gebäudekämpfe mögen, pisst und alle Leute, die freie Flächenkämpfe mögen. Oh, fuck. Jetzt ist das scheiße. Ich hätte die Konsole nicht ausschalten müssen dürfen. Naja, dann laber ich einfach so noch ein bisschen und mache euch hier ein schönes Bild rein. Ich hoffe, die Aufnahme geht jetzt noch. Das war jetzt das Schlauste, was ich je gemacht habe, dass ich während der Aufnahme die Konsole abgeschaltet habe. Ja. Na, wir sind ja auch gleich durch. Naja, dann werden halt die Leute dann zu. Und das kann man nicht machen, deswegen. Das werden vorgegebene Gebäude sein, die einstürzen können. Oder vielleicht auch nur wirklich dieses eine Gebäude, was einstürzen kann. Und dann ist gut, dann sind die Leute, die endlich Gebäude einstürzen lassen wollen, zufrieden. Und werden dann spätestens nach 3 Runden sich darüber aufregen, dass dann nur das eine Gebäude einstürzen kann. Und können mit denen lassen wir nicht vernünftig reden. Also, das wird nicht gehen. Die Map kann niemals vollkommen zerstörbar sein, weil dann gäbe es am Ende einer Runde keine Map mehr. So. Also Battlefield 4 wird von mir sicherlich gekauft werden und sicherlich auch mal gezeigt werden auf dem Kanal, so wenn es auch nur so eine Stundenpartie ist, wie jetzt vorhin bei der Microsoft-Präsentation, ist halt dann am Ende egal. Und dann kommen wir jetzt auch zum Ende der EA-Präsentation und zwar wurde dann was angekündigt, was schon längst angekündigt wurde. Für mich sehr überraschend, dass Beyond Good and Evil 2 nicht angekündigt wurde, weil das sehr, sehr lange ein Gerücht war, aber gut. Mirror's Edge 2 wurde angekündigt und das war ja, naja, eigentlich schon sicher, denn, naja, wenn Tage bevor, also wenige Tage vor der E3 die Domains von EA gesichert werden, Mirror's Edge 2 und Mirror's Edge 3, dann, naja, dann wird Mirror's Edge 2 auch angekündigt. Es war wenig zu sehen, sah im Großen und Ganzen so aus wie Mirror's Edge 1, nur ein bisschen, ja, Texturen aufgebessert. Muss man dann mal sehen, wenn mehr dazu bekannt ist. Ja, gesagt wurde, coming when it's ready. Also, Ende 2014, schätze ich mal. Also, wir werden es noch auf einer weiteren E3 sehen. Bin ich sehr von überzeugt, ebenfalls wie Battlefront und wahrscheinlich auch wie Dragon Age. Bei Dragon Age bin ich mir noch am sichersten, dass das vielleicht sogar vorher noch erscheinen könnte, aber Battlefront und Mirror's Edge 2 werden wir auf jeden Fall zu 100% nächstes Jahr auf der E3 noch einmal sehen können und bis dahin ist es noch nicht erschienen. Also, das war die EA-Pressekonferenz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, dass das Video noch funktioniert, obwohl ich einfach mal die Konsole während des Videos abgeschaltet habe. Naja, egal, die Soundspur ist ja noch da. Und wenn nicht, dann. Also wenn es nicht funktioniert hat, dann wundert ihr euch halt über meine nervenden FIFA-Aufrufe nebenbei. Naja, gut, genug gelabert. Wir sehen uns im nächsten Video wieder zur E3. Das wäre dann das dritte von sechs. Also dann haben wir die Halbzeit erreicht. Und das ist dann ein sehr vielversprechendes Video. Ein sehr interessantes Video. Und es handelt sich um die Ubisoft-Pressekonferenz. Und wir werden parallel versuchen, falls es die Server überhaupt noch davon gibt, das werde ich erstmal vorher ausprobieren. Natürlich ein Ubisoft-Spiel versuchen zu spielen und dann habe ich mal umgeguckt, was hast du denn für Ubisoft-Spiele, die online gehen? Und ja, was habe ich für Ubisoft-Spiele, die online gehen? Ich habe hier ein Assassin's Creed Brotherhood rumliegen, obwohl ich Assassin's Creed gar nicht mag. Aber das werde ich in der Ubisoft-Überredung dann nochmal erwähnen. Und dann habe ich hier noch ein Splinter Cell Double Agent rumliegen. Da habe ich gedacht, ja, umgedreht, nervenzerreißende Multiplayer-Action. Wird scheiße sein im Multiplayer, versichere ich euch. Aber wenn es die Server noch gibt, dann werden wir das machen. Also, nächstes Mal, wenn es die Server noch gibt, ja, Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent in Online-Modus. Wenn es das nicht geben sollte, dann wird es vielleicht einfach mal eine Runde Zombie U geben. Habe ich hier ja auch gerade noch in Sichtweite, auch wenn das überhaupt nichts mehr mit den Ankündigungen zu tun hat. Aber egal, ist immer in Ubisoft. Also. Ich werde auf jeden Fall versuchen, in den nächsten Tagen, wenn Zombie U nicht kommt, trotzdem einen Zombie U-Part zu machen. Wer schon mal auf meinen Kanal in die Playlist geguckt hat, der wird da seit Dezember? Ich glaube, seit Dezember
eine Playlist mit Let's Survive finden, denn ich hatte eigentlich seit dem Release von der Wii U geplant, eine Runde Zombie U aufzunehmen in einem neuen Genre mit Let's Survive, und dann hätte man da auch Titel wie Don't Starve und vielleicht eine Runde Minecraft Hardcore und Terraria Hardcore und was weiß ich, was es da alles für Survival-Titel gibt, reinhauen können, aber ich bin nie dazu gekommen und vielleicht wird ja demnächst mal was draus, also naja, mal gucken. Also die Playlist existiert, nur noch kein Video da drin. Es wird, das setze ich mich jetzt einfach mal fest, weil ich jetzt offiziell darüber geredet habe, es wird dieses Jahr Zombie U eine Runde Survival geben. Das lege ich mich fest und ja, spätestens am 31.12. werdet ihr es dann sehen. Ich lege mich fest dieses Jahr. Ah, ja, gut. Vielleicht sogar schon nächstes E3-Video, wenn die Server von Splinter Cell nicht mehr funktionieren oder der Multiplayer mich einfach so ankotzt, dass ich während der Aufnahme sage, wir brechen hier ab und ich mache was anderes. Ja, gut. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet dann auch bei Ubisoft wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.